Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Servervorstellung, diesmal vom Server funmc.de. Wir sind wieder für euch da, ein City-Build-Server. Sehr gut, das liebe ich ja. Eine Stadt zum Bauen. Okay, direkt mal Wortmenü, Voten. Spieler, also willkommen Spieler, Drago Basler. Infos, Tic-Tac-Toe. Ein paar, ja. Gute Spiele. So, wir voten gleich mal. Ja, okay. Ist leider immer extern. Aber direkt ein Schild, alles in der Hand. Wow. So, das Warp-Menü. Farm, Nefer, Spawn, PvP-Grundstücke. Wir gehen mal kurz noch zu den Grundstücken. Zum Plot teleportieren, Plot erstellen. Bei mir auf dem Server auch halbes Jahr Moderator. Okay. Plot. Nice. Der erste Blick ist eigentlich richtig nice. Also, ich denke, es ist sicher auch noch mehr gebaut worden. Jetzt müssen wir mal schauen. Dass sogar ein Custom Bild hier. Oh, der Arme. Okay. Ja, aber vielleicht kann ich ja für ihn auch Werbung machen. So, /p-info mal einfach einspeichern. Niklas Tesafilm. Keiner Jung Forest. Gut. Gosler. Aha. Ich weiß nicht, ob man darf auf die Plots. Kann man eigentlich Türen öffnen? Also ja, ich will es jetzt hier nicht versuchen. Ich möchte jetzt auch keinen eigenen Plot erstellen, also, ja. Oh, ein richtig toller Baum. Ich liebe Natur in Minecraft. Ich baue immer gerne mit Natur viele Sachen. Hier haben wir Leuchtfeuer. Also ich bin mal gespannt. Ich gehe mal zum Shop. Und tu mal schauen, was die verkaufen. Casino Royale, aha. Ein Shop. Ein schlicht gehaltener Shop, aber schöner Shop. Direkt mit den Items auf den Kisten. Und das ist von einem Custom-Spieler oder ist das von... Also ist das jetzt einer, der einfach einen Plot gemacht hat, einen Shop? Oder ist das vom Server? Ich denke mal, ja, es könnte beides sein. Aber man sieht gar keine Spielernamen. Kasse für Kassenbon. Ankauf. Ich kaufe auch Items an. Gleich MSG. ME. Dann tut man sich auf selber. Oder einfach er heißt ME. Ah, danke schön. Liebes Hühnchen, das gestorben ist. Die Verzierungen sind toll. Die haben wir ähnlich. Also, wir haben keinen Musikboten gehabt, aber wir haben auch so Tore mal gehabt. Auf Groupcraft. Das ist leider weg. Also, der Server ohne. Der macht, glaube ich, nicht mehr viel Minecraft. Aber das war damals so ein, ja, guter Kollege von mir. Der hat auch Plots gemacht und hat es auch sehr schön verziert. Es ist ein großer Server, also 32 Slots, glaube ich, und 12 waren online, so wie ich das gesehen habe. Das ist ein Baum, oder was ist das? Ich habe keinen Optifine drin. Ich könnte mal, wenn alle Server auf 1.12.2 sind oder so, mal Optifine auch reinwerfen. Ich habe ja Multicraft, das ist übrigens ein mega gutes Tool, um mehrere Instanzen aufzumachen. Ja, hier ist ein schönes Haus. Ja, okay. Ein schlichtes Haus wieder. Aber ziemlich cool. Also, ich möchte gerne mal zu dieser großen Villa da. Eine graue Villa, Steinvilla. Ich betrete jetzt mal nicht das Haus, eben aus Höflichkeitsgründen. Ah, auch mit Birke. Aber eingerichtet oben sind Kisten. Eingerichtet sehe ich leider sonst nichts. Hier haben wir einen Blockberg, einen Tafelberg. Einen sehr realistischen, ja, Tafeljuraberg aus Basel. So sieht Basel übrigens aus, wenn ihr Fragen habt über das Biom, was wir haben in
Nachbarsland sozusagen. Und ja, das ist der Nachbar, das ist ein Teil von Switzerland. Baselland. Das ist ein Kanton, also ein Bundesland in der Schweiz. Und wir haben das Tafeljura. Das heißt, wir haben Berge, die einfach oben abgeflacht sind. Also Berge sind es nicht, sind kleine Hügel. So ungefähr ja, 700 Meter in der Nähe von Basel und 1200 Meter weiter weg beim Pass Wang. Und dort haben wir ja, immer wieder Platz, um Dörfer drauf zu bauen. Städte gibt es leider auf den Bergen nicht. Das ist auch nicht gerade so geschützt, oder? Es könnte ja abstürzen, also der Berg könnte ja zusammenkrachen und so weiter. Und das finde ich einfach toll, weil in Minecraft hat es auch immer wieder Tafelberge. Also vor allem das Mesa-Biom ist hier Tafelberg. Die Eis. Ja, also das Tiger oder Tundra. Ich glaube, Tundra ist das Steppenland, oder? Das Eissteppenland. Okay, hier haben wir etwas ganz Besonderes. Sieht aus wie ein Stundenglas. Cool. Ein Erzgebäude. Auch sehr interessant. Also der Server hat echt coole Plots schon. Es ist halt alles Plot, es ist City Build. Aber das heißt auch, wir haben alle auch Gleichberechtigung scheinbar. Vielleicht gibt es auch größere Biome, also das ist sicher ein größeres Biom. Genau, also man kann vielleicht auch größere Biome dann irgendwie freischalten oder bekommen. Und das finde ich ja super, also dass ihr da schon wirklich eine Auswahl gemacht habt. Ja. Patrick, GHG, German Hunger Games, glaube ich. Premium, Tomé, Mo, Miet da. Es ist leider kein Owner dabei, also tut mir leid, dass ich jetzt gerade am Nachmittag aufnehme, sonst nehme ich natürlich am Abend auf, wenn die Leute auch wirklich zahlreich auf den Servern sind. Aber ich habe jetzt schon Probleme mit allen ja, Einsendungen klarzukommen, oder? Also, ich denke mal, ich habe das Beste einfach gezeigt. Es ist jetzt eher auch alles noch im Bau hier. Wir wollen ja noch rübergehen in andere Worlds. Aber dafür gehen wir mal noch was zum Spawn. Das geht natürlich hier auch. Wartmenü. Und im letzten Part habe ich ja einen Server vorgestellt, wo ich nicht so draus kam. Man musste irgendwie Rechtsklick auf ein Shade machen und das habe ich irgendwie übersehen. Ich wusste schon, dass das geht, aber ich habe es einfach übersehen. Tut mir leid, wenn ich irgendwas nicht zeigen kann. Ich mache gerne ein weiteres Video, aber ich muss halt auch nachkommen, gell? Also für alle Leute, die sehen, also Server ohne die sehen, das Video. Der Server wurde gar nicht so gut vorgestellt, weil es ja eben ein bisschen noobig von mir ist, auf einem neuen Server zu sein, sozusagen. Dann schickt mir einfach unter eurem Video, also unter eurer Servervorstellung von eurem Server, dann einfach einen Post und ich mache nochmal einen Part. Gehen wir mal zum Shop. Aha. Oh, ein schöner Marktplatz. Sehr schön gebaut. Hat irgendwas von einem wirklichen Hardcore-Rollenspiel-Server. Und eben die Bilder gefallen mir so. Da habt ihr wirklich gute Qualität gemacht für die Bilder. Okay. Auch mit dem gleichen Design. Hier kann man also auch alles kaufen, was man so ja, nicht gut farmen kann oder so. Je nachdem. Sogar Hühner, ja, sogar Köpfe. Das sind Köpfe. Okay. Wow. Also, einer der besten Server bis jetzt. Deutschland, Deutschland. Ich bin 25% Deutscher. Also aus dem deutschen Volk, aber ich habe keinen Pass. Aber meine Gene sind 25% Deutsch. Von meiner Großmutter mütterlicherseits. Und ich bin 75% Schweizer. Urschweizer. Richtiger Barbar. Jo, hier haben wir Lisa. Hallo Lisa. Das sind so diese Skins, die immer wieder in diesen YouTube-Geschichten vorkommen. Also ziemlich viel gute Qualität vom ja, Custom, von den Custom-Sachen. Und Aufsicht.
Sie reden leider nicht. Ist das Kitty Sim 2 mit dem NPCs? Könnt gerne noch das machen, dass ihr da die Leute auch ein bisschen führt mit den NPCs, dass ihr das reden. Ein Kiosk. Einfach mal ein Kiosk. Oh. Ich hätte gerne eine Schutzmaske. Oh Gott. Schutzmasken helfen überhaupt nichts. Also es wurde bewiesen, dass der Coronavirus durch die Schutzmasken kann. Wenn dann wirklich, ja, Plastik oder so. Und nicht einfach Stoff oder Papier. Ja, aber trotzdem wird so gut verkauft. Ja? Der hat einen guten Skin. Wow. Ja, da haben wir Statuen von edlen Rittern mit Umhang. Cool. So, hier haben wir Zelte und eine Arena. Gehen wir mal kurz auf die Arena. Ah, mit Lavasee zum Töten, ne? Zum Items wegwerfen wahrscheinlich. Man kann nicht rein. Falls man Selbstmord machen will. Ja, es geht leider nicht. Kann man runterspringen? Ich gehe lieber wieder. Also ich gehe mal kurz schauen. Es geht wirklich nicht rein. Es ist genau dieser Block, der auf die Stirn schlägt. Okay. Und das ist ziemlich eine große Map für einen Job. Also es ist sehr schön gebaut, sehr schön eingerichtet. Ah, ich muss immer nur loben. Ey, mach mal einen Server, wo ich auch ein bisschen Kritik haben muss. Aber ich bin jetzt gerade wieder überrascht, wie toll die Server sind. Es macht mir wirklich Spaß, Servervorstellungen zu machen. Ich werde wahrscheinlich das immer weitermachen, solange natürlich auch Servereinladungen kommen. Also einfach in die Kommentare schreiben, ihr möchtet gerne, dass ich zu euch auf dem Server komme oder zu einem fremden Server gehe und ihn vorstelle. Dann geht das natürlich auch. Wow. Ja, hat gut ausgesehen. Hat irgendwie skelettartig ausgesehen, aber das ist natürlich einfach Java. Ach übrigens, ich schreibe es noch unten hin. Ich mache ab jetzt auch Windows 10 Versionen. Vorstellungen, gell? Ich schreibe es noch unten in die Kommentare, pinne es an. Ihr dürft also auch Server von Windows 10 Edition einbinden, aber ich bin dort halt auch mega ein Noob. Also es geht eventuell länger, dass ich da auch irgendwie ja, etwas einstellen müsste oder so und dann nicht verstehe, wie es geht oder so, weil ich spiele die Version nie. Ich habe damals Windows 10 Version gekauft, als es erschienen ist. Und ich fand es gut, aber so zum Beispiel die Menüführung mit den Items, das Menü, die nicht so frei einstellen konnte oder kann, fand ich nicht so toll. Deshalb habe ich da auch keine Let's Play gemacht, sondern ein paar, ja, wie sagt man, diese Presets oder so, Fallout, Texturpaket, Zeugs angeschaut, aber habe es dann auch gelassen, weil nicht so viele Zuschauer gab. Das ist jetzt wirklich wunderschön mit der Windmühle und einfach diese große Wiese. Da oben muss ich noch kurz hin. Also ich werde bis zu 30 Minuten Parts machen, nur dass ihr es wisst. YouTube hat Probleme mit über 30 Minuten Parts. Da geht das Hochladen einfach manchmal gar nicht mehr. Es stoppt. Man muss alles wieder resetten und dann nochmal hochladen. Das ist mir zu aufwendig. Aber das ist ja. Einfach, damit es klar ist, ich mache lieber mehr Parts als jetzt mehr als 30 Minuten Aufnahmen. Und es könnte schon wirklich auch lange jetzt sein. Oh nein, 14 Minuten. Ich mache einen 30 Minuten Part, okay? Für alle, die natürlich nicht so gerne lange zuschauen oder es eigentlich schon gesehen habe, was ich hier mache, dürfen gerne dann ja schon abschalten. Aber ich möchte den Server natürlich Warner Bros. Filmstudio. Krass. Mit den verschiedenen Lagerhallen. Habt ihr einen Spaß zu bauen? Das ist ja geil. Ich hoffe, es ist alles von euch. Aber
Mir ist es egal, ich habe gar keine Copyright-Probleme. Ich werde auch nie Copyright oder Copyrights machen. Und deshalb ist mir das natürlich Schnuppe. Ich stelle die Sachen vor, wenn jemand ein Problem hat mit, ja, es wurde geklaut oder so Sachen, dann schreibt es einfach kurz in die Kommentare, aber macht das dann bitte über, ja, etwas anderem, einem anderen Programm aus und nicht in den Videos. Okay? Gut. Und wir gehen jetzt zum nächsten, also nochmal spawnen. Und Moment kurz. Ja, das ist nichts über mich. Gut. Oh. Da hat jemand einfach Items wieder fallen gelassen. Die spawnen noch 5 Minuten, glaube ich. Mal kurz Infos. Ja, das ist halt auch alles wieder mit Link. Tic-Tac-Toe. Ah, zum Spielen, okay. Das ho wisst ihr hoffentlich, wie das geht. Wir gehen mal in die Farmwelt. Wie sieht denn die Farmwelt aus? Ein Dschungel, also Dschungelbäume, kein Dschungel. Warp zum Spawn, Spieler Cedric SW, ja. Ja, die Farmwelt ist natürlich schon abgefarmt. Dort haben wir auch Sand. Die wird sicher auch resettet. Wir haben jetzt leider keine. Ja, du wirst im Video sein, hä? Gut. Ich bin leider nicht am Spielen, muss mir nichts schenken. Ich gehe einfach wieder. Tja. Jo. Ha, Hashtag Money. Ich bin natürlich nicht einer, der GG ist, aber das muss ich kurz austesten. Info. Zeige Serverinfos. Das ist das gleiche wie das Shit, okay. Arme Kate bekommt man die Sachen wieder. Zeige, oh ja. Okay. Scheinbar, wenn man es nicht mehr hat. Okay. Und ja, Set Home Home. Das ist alles klar, hoffentlich. Also mit Set Home erstellt man ein Gebiet, wo man, also ein Teleportpunkt. Und mit Home kommt man dann zum Teleportpunkt zurück. So, wir schauen nochmals in die Freebuild, also in die Plotwelt, Grundstücke. Ich hab's geklaut. Ja, hat gerade geleckt. Aber kein Problem. Ja, in die Richtung waren wir noch nicht. Einfach noch mal kurz ein bisschen umschauen, damit ich auch wirklich alles zeige und so. Ist wirklich toll. Also der Baum hat wirklich etwas Mysterisches, etwas Interessantes. Und ja, das habe ich auch immer gerne gemacht. Dschungelbäume auf Dschungelbäume pflanzen. Das war noch Zeit. Ich bin ja wirklich vom Anfang an Minecraft-Spieler. Und ich bin noch mehr Fan als in den ersten Stunden. Ich war damals so gehypt, endlich mal etwas selber zu kreieren können und so. Nicht durch Editoren oder ja. Es gab ja schon früher, glaube ich, Second Life. Und ja, weiß auch nicht, was noch für Games, wo man sich Blöcke oder so etwas, ja, Sims zum Beispiel, wo man sich etwas Eigenes machen konnte. Aber Minecraft war damals, oh, das sieht geil aus mit der Textur. Also ist gar kein Texturpack drin jetzt. Muss ich wieder einfügen. Okay, ist mir gar nicht aufgefallen. Also im nächsten Part dann halt wieder mit, ja, es ist Texture Pack. Ich weiß es nicht mehr. Aber einfach mit diesem Texture Pack, was eigentlich recht gut ankommt bei den Streamern und so. Da haben wir auch noch irgendwas, was mich interessiert. So. Eine Lava-Festung, eine Nether-Festung. Ja, alles aus Netherblöcken, außer dem Stein.
Steinbrick, Steinziegel. Und oh, eine tolle Villa. Die gefällt mir. Ich mag ja moderne Villen nicht so in Minecraft. Man kann sie nicht so detailliert und so bauen. Aber die ist jetzt wirklich schön. Auch ein bisschen detailliert. Mit schwarzem Glas, sehr modern. Wirklich tolle Villa. Kann man das schauen, welche Spiele das gemacht hat? Putt Baby, okay. Wirklich toll. Und das ist ein Raumschiff. Sieht aus wie bei Avengers oder bei. Wie hieß der Film wieder? Ja, der ganz berühmte Film mit diesen Pots da. Diesen Roboter auf zwei Beinen. Alle iPods gedacht haben. Ja. Das ist interessant. Also da möchte ich gerne dann mal wieder ein Part machen. Aber ich denke, ja, jetzt haben wir eigentlich ziemlich vieles gesehen. Die Highlights hoffentlich gesehen. Da hinten haben wir noch etwas. Auch ein Haus, das mittelalterlich aussieht oder so. Ich sehe leider kaum etwas, der hat so hohe Mauern gemacht. Wow, der Baum. Special Edition. Also jetzt ist das selber wirklich am episch sein. Also zuerst mal dieses Haus kurz anschauen. Das könnte aus meinem Hide and Seek sein. Ich würde gerne mal einen Hide and Seek Server sehen. Das wäre mein Spezielles. Aber ich gehe jetzt nicht einfach auf einen Server, wo Hide and Seek wirklich sehr beliebt ist, sondern ein eigener Hide and Seek, vielleicht sogar ein Profi Hide and Seek Server und das spielen. Wenn ich dann vielleicht beliebter bin, mache ich dann wirklich auch Minispiele wie Hide and Seek noch. Aber ich bin jetzt schon wirklich ausgelastet mit Minecraft. Ich habe ja so sechs Projekte ungefähr am Laufen. Und, oh, es ist einfach geil. Kann man irgendwie fliegen? Es ist leider niemand da. Sub, also ein Subscriber. Es ist leider keiner da, aber ich würde schon gerne das ein bisschen aus der Nähe anzeigen lassen. Es ist ein Zeppelin, oder? Von hinten sah es wie ein Raumschiff aus, aber ja, auch wegen den Propellermaschinen hier unten. Das ist ein Zeppelin. Mit noch einem einer Aussichtsklappe. Gehe ich gleich mal rüber. Ja, da ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Ich finde es so toll, Ding zu haben. Wie sagt man dem? Einfach Rollenspiel, oder? Dass ihr baut. Aus irgendeinem Thema, zum Beispiel jetzt dem Weltkrieg, Ersten Weltkrieg. Hallo. So, du bist Bilder und kannst fliegen. Okay. Also wir gehen noch kurz dort hoch. Wenn es euch nicht ausmacht, ich möchte gerne ein bisschen etwas aus der Nähe anschauen. Es ist leider in einem fremden Plot. Okay, gut. Ja, ich denke, wir haben alles jetzt mal gesehen. Für Server, die jetzt auch so groß sind wie der oder noch größer sind, mache ich gerne mehrere Parts, wenn ich nicht so viele Einsendungen habe. Auf erster Sicht ist eigentlich mir wichtig, dass ich neue Server vorstelle. Aber in zweiter Sicht mache ich natürlich super gerne dann nochmals einen Ausflug. Vielleicht auch mit einer Führung oder einfach noch den Rest zeigen. Auf jeden Fall, ja, bin ich sehr, sehr zufrieden mit den bisherigen Servern und bin mal gespannt, wenn der erste Server kommt mit Kritik. Aber ich denke, also, ich kann jetzt einfach nicht Kritik zeigen. Also, die Plots sind ein bisschen groß, das ist klar, da hat man viel zu laufen. Aber es ist auch positiv, dass die Plots so groß sind. Was sind das für? Ist das 64 mal 64? Könnte es sein. Ich kann es jetzt nicht ausrechnen. Jo, und Kritik, hat es keine, außer Leck da mit dem Block rausnehmen kurz vorher, aber das war wahrscheinlich auch
Ja, einfach kurz ein Backup machen gewesen oder sonst irgendwas, kein Problem. Server sind halt meistens wegen Java noch unter Stress, ja, genau, hier jetzt zum Beispiel, aber kein Problem. So, auf solchen Spielen spiele ich schon gerne, also mir machen Lags auch gar nichts aus. Ich merke die nicht mal sonst. Ein Zelt, ein Erdzelt, das ist das Highlight auf dem Server. Scherz, aber richtig toll. Ja, also bin wieder länger als ich wollte auf dem Server. Das ist wirklich toll. Ah, ein Baumhaus scheinbar. Ja. Spieler haben auch ein bisschen Talent, also ein bisschen untertrieben. Aber man sieht, es ist nicht einfach nur Holzgebaue. Es wird sich Mühe gemacht. Okay. Und genau. Es wird eigentlich wirklich schön gebaut. Also, es gibt noch genug freie Flächen. Ihr dürft auf den Server natürlich gerne gehen und etwas bauen. Ein Citybuild und was war's noch? Wir schauen kurz mal. Also vor allem die Plugins und die Menüs sind sehr gut. Infos, Wortmenü. Also es ist ein Grundstück. PvP habe ich gar noch nicht vorgestellt, aber das wisst ihr. Wir schauen auch mal kurz rein ins PvP, auch wenn wir sterben. Ein Open. Ah, mit Kuppel. Okay. Das ist ein PvP-Server. Auch noch. Okay. Mit Petobär. Und einem König. Gut. Also einfach hier PvP in einer Arena. Und oder muss man irgendwo klicken? Sehe das jetzt gerade nicht. Du verlierst Item, wenn du stirbst. Kann man hier noch runter? Das sind Schweinespawner zum Essen bekommen. Also scheinbar ist jetzt hier Open PvP mit Jump'n'Run. Oh. Da hätte ich natürlich Lust, das zu schaffen jetzt noch, aber. Ich bin so ein Noob. Ihr würdet frustriert sein, mich zuzuschauen. Deshalb mache ich es jetzt mal nicht. Auch weil die Steuerung für mich einfach zu sensibel ist. Das ist eigentlich der Hauptgrund, wieso ich so schlecht bin. Und ja, ich einfach nicht genügend spiele und Jump'n'Run-Skills antrainiere. Aber ja, mit nochmals einem, ja, wie sagt man diesen Plakat halt. Für Werbung, Werbebanner. Genau. So, also gehen wir lieber wieder raus. Ah, wir haben nochmal das Kit bekommen. Und wie kommt man raus? Einfach wieder mit Spawn, hä? Okay. Also der Denkfehler. Ja. Okay. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, auf einen Server zu kommen, wieder es vorzustellen. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Es kommen sicher noch viele Server-Videos, Server-Vorstellungen. Und jederzeit dürft ihr das in die Kommentare oder unter dracobasel@gmail.com. Draco mit C. Und so hieß ich früher, mein Account früher, seit 11. April, glaube ich, 2000. 9. Und damals konnte man noch nicht verändern den Namen und seit ja, ungefähr 6 Jahren kann man das. Und seitdem heiße ich Drago Wasler mit G. Weil Draco ist ja lateinisch und das ist mir eigentlich lieber gewesen, aber Drago ist halt einfach Deutsch. Oder Englisch. So, dann, ja, einen wunderschönen Tag euch noch und viel Spaß mit euren Hobbys. Tschüss!